Eine Kombination aus beidem. Nachdem wir sorgfältig den Tatort untersucht haben, haben wir... entschieden, man erklärt es am besten in einem Lied. Oh nein, nicht schon wieder. Ihr rätselt, wie es angehen kann, wie schafft das alles dieser Mann? Dann sag ich es euch mal, ich bin einfach genial. Und, ich auch. Hat ein Verbrechen stattgefunden und lässt den Kopf dir rauchen, weil es keine Spuren gibt, kein Hinweis zu gebrauchen ist. Die Aussagen verwirrend sind und du wie doof kein Wort verstehst. Und du dich nur in Kreise drehst, wie ärgerlich, dann ruf schnell mich. Nummer 1-800, Schierlack, du wirst sofort verbunden. Seid gewiss, wir sehen alles, jeden Abdruck, Fussel, jedes Haar. Ist der Gauner noch so schlau, keine Täuschung bleibt unklar. Haben wir erst angefangen, schlafen wir so gut wie nie. Und die Schurken alle bangen, denn zuletzt schnappen wir sie. Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der prozentualen Analyse unserer Erfolgsquoten können wir mit Recht behaupten, dass kein Krimineller bei uns mit seiner Straftat durchkommt. Kriminelle? Was bilden die sich ein? Hat ein Verbrechen stattgefunden und der Diebhock im Geheim versteckt. Denn sein Verbrechen wäre perfekt, hat er bestimmt was übersehen. Hat hier und da was angefasst, ein Fußabdruck, ein fester Stopp. Wir sehen es und finden ihn, egal wie gut versteckt er ist. Diese Typen haben immer ein Geheimversteck. Was ich hier deutlich sagen will, und das ist wohl für jeden klar, ist Schillack erst mal selbst am Werk. Jedes Glied so wunderbar. Hockt der böse Tief im Kerker, kann er heulen wie ein Kind. So geschwollen redest du, als ob wir im Theater sind. Hört alle her, der Fall wird erst gelöst, greift ihr zum Telefon und ruft